Und hier treffen wir wieder auf ein Standardgerät eines jeden Studios, der Multifunktionsturm. Wir werden im Folgenden einfach die gängigsten Übungen daran zeigen. Wir haben an dem Kabelzug schon Trizepsübungen gezeigt. Hier gehen wir jetzt hauptsächlich auf die Rückenmuskulatur ein, weil die kann man hervorragend an einem Multifunktionsturm bearbeiten. Als erstes haben wir das Latziehen zur Brust mit weitem Griff. Es gibt einige Trainer, die empfehlen diese Übung auch in den Nacken. Das heißt dann Latziehen in den Nacken. Von dieser Übung rate ich eher ab. Denn da wir einen Rückenmuskel trainieren wollen, sollte der Winkel eigentlich von vorne kommen. Das heißt, wir nehmen den Kopf lieber etwas zurück und gehen so ein bisschen wie so ein Segler rein ins Gewicht. Wenn wir es in den Nacken ziehen, dann besteht einmal die Gefahr, dass wir einen krummen Rücken dabei machen. Und zweitens besteht die Gefahr, dass wir uns die Stange genau auf den 7. Halswirbel hauen. Das ist sehr unangenehm und kann sogar richtig ernsthafte Schäden erfordern. Also bitte, wenn ihr an dieses Gerät geht, zieht es nach vorne, vors Gesicht, nicht hinten in den Nacken. Bei diesen Rückenzügen gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Griffvarianten, je nachdem aus welchem Winkel wir den Rückenmuskel bearbeiten wollen. Ich habe jetzt eine mittlere Stange gewählt, die dann auch dementsprechend mehr auf die mittlere Rückenmuskulatur zielt. Der Bewegungsablauf bleibt aber gleich zur Latissimus-Stange. Jetzt wieder eine eng gegriffene Variante, diesmal aber im Sitzen. Sie imitiert eigentlich die Bewegung des Ruderns, wobei jetzt unser Rücken dabei nicht unterstützt ist. Wir müssen es also frei machen. Wir gehen mit dem Gewicht nach hinten und jetzt ganz wichtig, Rudern ist keine Schwungbewegung. Wir machen keine Bewegung im Oberkörper. Die Beine sind leicht angebeugt, der Rücken bleibt ganz starr und wir ziehen nur aus den Armen Richtung Bauch. Bei den Zuggeräten sind keine Grenzen gesetzt. Je mehr Griffe ihr im Studio vorfindet, desto mehr könnt ihr damit rumexperimentieren. Eigentlich kann man jedes Studiogerät am Seilzuggerät ersetzen. Bis auf vielleicht das Beintraining. Das ist sehr schwer hier dran zu absolvieren, obwohl es dafür auch Schlaufen gibt. So ein Seilzuggerät hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Es gibt dauerhaft den gleichen Zug, sprich in der Vorwärts- und der Rückwärtsbewegung. Von daher die ein oder andere Seilzugübung einzubauen, beispielsweise im Anschluss an eine Grundübung, macht durchaus Sinn, um noch mal ein bisschen mehr Pump in die Muskulatur zu kriegen, um ihn ein bisschen besser zu spüren. Das Chaosphänomen, das ganze Studio ist besetzt, nur der Seilzug ist frei, da macht euch keine Sorgen, ihr könnt mindestens 50 Übungen hier dran veranstalten. Wir haben jetzt gerade ein paar für den Bizeps, ein paar für den Trizeps gezeigt, aber da kennt die Fantasie wirklich keine Grenzen. Nutzt diese Geräte. Wir sind mit Sicherheit zur Ergänzung oder nochmal als Intensivierung wirklich gut.